Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Freaky Fishing Friends bei Frankie. Hallo, ich bin Frankie. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man den FG-Knoten bindet. Der FG-Knoten eignet sich besonders gut, um Monofile mit geflochtenen Schnüren zu verbinden. Zudem ist es ein sehr schlanker Knoten, der sehr gut durch die Rutenringe gleitet. Er hat eine Knotenfestigkeit von über 90% und ist äußerst haltbar. Als erstes lösen wir die Bremse unserer Rolle. Dann ziehen wir Schnur ab. Dass sie ungefähr bis hinter die Kurbel reicht. Dann machen wir einen Schlaufknoten mit zwei Wicklungen, damit dieser später nicht aufrutscht. Dann haben wir eine Schlaufe. Diese Schlaufe hängen wir in den Griff der Kurbel und spannen die Schnur ein wenig, aber so, dass die Spitze entspannt bleibt. Die Bremse wieder leicht anziehen. Die Schnur sollte leicht gestrafft sein, aber nicht zu straff. Dann nehmen wir unsere monofile Schnur oder eben halt auch Fluorocarbon. Und legen das auf unsere geflochtene Schnur. Wir lassen ein bisschen Platz zwischen Kurbel und der Stelle, an der wir jetzt wickeln, weil wir dieses Stückchen gleich noch brauchen werden. Wir wickeln immer von unten rum, von hinten unten rum und dann auf der anderen Seite von hinten und unten rum. Ich zeige es nochmal. Von hinten nach unten. Von hinten unten rum nach oben. So entsteht eine Kreuzwicklung. Diese Schritte wiederholen wir 20, wenn ihr wollt, auch etwas öfter. So, 20 Wicklungen wurden jetzt gemacht. Die Kreuzwicklung mit Daumen und Zeigefinger fixieren. Nun schneide ich die Schnur kurz vor der Schlaufe ab. Zur Sicherung der Kreuzwicklung folgen nun zwei halbe Schläge. Den ersten halben Schlag mache ich von oben. Um beide Schnüre. Um die Monofile und um die Hauptschnur. Und ziehe den richtig schön fest. Den zweiten halben Schlag mache ich gegenläufig, also von unten. Und ziehe diesen richtig fest. Somit sind die Kreuzwicklungen gesichert. Abschließend mache ich nun einen Takeling. Dazu lege ich das geflochtene Ende über die Monofile
und die Hauptschnur, so dass eine kleine Bucht entsteht. Mit dem verbleibenden Ende gehe ich fünfmal um die geflochtene und die Hauptschnur rum. Es können auch 6 oder 7 Mal sein. Anschließend lege ich die geflochtene neben die Kreuzwicklung und fixiere es mit Daumen und Zeigefinger. Nun löse ich die Windung wieder auf. 1, 2. 3, 4, 5. Nachdem ich die Windung aufgelöst habe, ziehe ich den Knoten zusammen. Anschließend schneiden wir die überstehenden Enden ab. Und fertig ist der FG-Knoten. Wer möchte, dies ist aber nicht unbedingt erforderlich, kann den Takeling, den wir eben gebunden haben, noch mit ein bisschen Superkleber fixieren. Aber wie gesagt, dieses ist nicht notwendig. Ja, ich habe natürlich diesen Knoten für euch auch am Wasser das letzte Jahr häufig getestet und ich habe ihn für sehr gut befunden. Der Knoten hat mich nie im Stich gelassen, ist auch bei schweren Hängern nicht aufgegangen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut doch mal in meine anderen Videos herein und ich hoffe, wir sehen uns dann bald hier wieder auf Freaky Fishing Friends bei Frankie. Tschüss!